Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Transport Fever 2. Der Anu ist auch wieder zu Gast. Hallo Anu. Moinsens, ganz schnell, meine Damen und Herren, klappen Sie Ihre Tische hoch, schnallen Sie sich an, lehnen in senkrechte Position. Wir sind gelandet. Auch so ein Satz, den man heutzutage nicht mehr hört. Nee. Erstmal für längere Zeit nicht. Echt mal interessant, wie das wird, wenn das Video dann rauskommt. Aber wie schlimm es bis dahin dann ist. Ja. Wahrscheinlich auch eine Ausgangssperre bis dahin, so wie ich uns. Also die letzten drei Tage waren so wie wir. Habt ihr schon? Echt? Mhm. Oh. Ja. Kam noch gar nicht. Ich habe nur gehört, dass bei euch irgendwie so Geschäfte zugemacht haben. Oder schließen sollten, so Bars und Kneipen. Ja, und ja, genau. Songs. Das haben sie bei uns gestern angekündigt und heute hieß es, sollen weitere Maßnahmen verkündet werden. Ich habe mich noch nicht getraut reinzugucken. Ich würde noch zum Friseur gehen, wenn du noch kannst. Da war ich letzte Woche dicht. Die Friseure sind zu. What the fuck? Ja, alles, was man nicht wirklich zum Leben braucht, ist zu. Fühlt sich echt strange an. Wenn die Haare einen übers Gesicht wachsen. Nein, ja. Notwendig. Freue ich mich echt schon auf den Moment, wenn alle rumlaufen wie... Keine Ahnung. The Return of Fukuhila. Return of the Beatles. Oh Gott. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Also zum einen will man natürlich auch wissen, irgendwie ein bisschen, was passiert und was so, ich sag mal, Einschränkungen sind. Aber zum anderen habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Nachrichtenseite lese, brauche ich nur 3 Minuten und entweder ich reg mich auf oder ich... Weiß nicht, je mehr man da liest, desto mehr kriegt man innere Panik, glaube ich. Einfach nur. Ist bei mir auch so. Da ist die Laune gleich total instant weg und man denkt sich, mein Gott. Wo man sich denkt, so, worüber soll ich mich jetzt aufregen? Klimawandel, schmelzende Eiskappen, Flüchtlingskrise. Das ist das Positive. Labert in Syrien, ich weiß gar nicht mehr, wo. Labert. Die Öko-Fritzen haben gerade erst mal Sendepause. Das ist ganz angenehm. Das einzige Positive dran. Ja, es ist so traurig, wie es witzig ist, irgendwie auch. Also. Naja. Also mal schauen, ob dann noch irgendwann mal. Also, es wird jetzt auch nicht weitergehen, so glaube ich, weil ja die Geschäften schon dicht haben. Bei uns, die meisten. Und irgendwann, wenn die Lebensmittel vielleicht auch noch dicht machen. Dürfen wir ja eigentlich nicht, weil dann gibt es Kriegsverhältnisse. Aber die Frage ist halt. Corona erfolgreich überlebt, weil alle verhungert sind. Yay! Na, die Frage ist halt, wie lange die das noch mitmachen, die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter? Jetzt, ja, mit Gelenken, verlängerten Öffnungszeiten und so weiter. Oder ob es die auch irgendwann mal erwischt. Es ist klar, also am meisten leid tun mir eigentlich echt die Kassierer und alle, die in so Supermärkten arbeiten, weil die werden ja regelrecht überrannt. Die kriegen auch am wenigsten Liebe irgendwie gefühlt. Also bei den Ärzten so, boah, die Ärzte, was die alles machen und so. Und bei den Supermärkten, ja, die sind halt da. Die sind halt da und wehe, sie kassieren nicht schnell genug. Ja, genau. Boah, da ist eine scheiß Schlange, ne, die Kassiererin ist schuld. Ich nehme an, so Hamsterkäufe sind ja garantiert bei euch auch Thema. Ja, Toilettenpapier, Nudeln. Echt, bei euch auch? Ich dachte, das ist so ein deutsches Phänomen. Die Apokalypse kommt, Hauptsache der Deutsche kann doch scheißen mit Toilettenpapier. Das ist, jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Toilettenpapier lese, ist es für mich schon so eine Freudenbrüche. So schlimm kann es nicht sein, solange es nur um Toilettenpapier geht, kann es nicht so schlimm sein. Was essen die Leute dann? Ist es dann Pen à la Charmin oder was? Toilettenpapier umhüllt von Nudeln. Spaghetti Coronara, Spaghetti mit Klopapier rum. War nicht schlecht. Mal gucken, ob das dann irgendwann noch krasser wird, wie damals im Krieg, wo man dann quasi so Essensmarken kriegt. Dass einem halt genau so und so viel zusteht.
Jetzt habe ich schon gehört, das wird dann eingeschränkt von manchen Firmen, dass man dann nur noch ein Toilettenpapier oder zwei Toilettenpapier-Dings mitnehmen darf pro Person. Das Wobei dann geht man halt einfach zwei oder dreimal. Also, hab ich also wenn jetzt, mal gesehen? Nein! Wenn jetzt eine Familie einkaufen geht, kommt dann erst der Vater rein und dann die Mutter. Aber ja, oder wenn es gar nicht anders läuft, dann wird es eh über Zuteilung laufen müssen. Dass man nur Anrecht hat auf eine gewisse Anzahl. Also, um vielleicht, also, keine Ahnung, mal diese Panik, glaube ich, grob zu nehmen. Also, sowohl ihr in Österreich garantiert locker, als auch wir hier. Wir haben ja immer noch unsere ganzen Lebensmittelproduzenten. Sei es jetzt entweder die Großkonzerne oder sei es die ganzen Bauern. Das ist ja eigentlich teilweise schon so ausgelegt, dass es eigentlich für den kompletten Eigenbedarf langt, plus den Scheiß, den wir ja ohnehin noch exportieren. Rechne einfach mal den Teil weg, den wir exportieren, und pack ihn einfach auf die Eigenbevölkerung drauf. Also es muss halt nur angeliefert werden. Draus machen. Ja. Es muss nur angeliefert werden, das ist halt die Sache. Aber fahren dürfen die Leute bei euch schon noch, oder? Also. Ja. Okay, gut. Das ist schon, die Frage ist nur, wie lange das geht. Ja, also ich denke mal, die letzte Kette mit Lebensmitteln und Medikamenten, das muss halt aufrechterhalten werden. Komme, was wolle. Ja, müsste, ja. Wenn es halt heißt, okay, der LKW-Fahrer ist krank, hat Corona, okay, dann muss der halt in Quarantäne, dann brauchen wir jemand anderen, der vorher getestet wurde, der es nicht hat. Der vielleicht aber zusammengearbeitet hat mit jemandem, der es hat. Dann muss der auch noch in Quarantäne. Wenn der neuen Job übernimmt, muss er halt mal getestet werden, Herrgott. Ja, dann ist wieder die Frage, es gibt zu wenig Schnelltests im Moment. Ach, egal, wenn man sich die Nachricht anhört, man kriegt immer eine miese Laune und denkt sich, mein man Gott. Man kriegt eine miese Laune und so nach einer halben Stunde habe ich auch das Gefühl, macht mein Magen so, jetzt hör mal auf und sonst kotze ich. Ja. Deswegen wollte ich jetzt auch irgendwie mal ins Positive wieder rücken, weil das macht ja auch keinen Spaß. Wir sind ja hier auch hier, um euch positiv zu unterhalten. Klar, nehmt uns auch irgendwo mit, deswegen müssen wir ja mal drüber reden, aber vor allem ist es interessant, wie es bei euch ist im Vergleich zu uns oder Italien oder Engländern, denen es völlig egal ist. Die Engländer denken sich doch, wir sind aus der EU raus, uns betrifft das nicht. Ist aber eh die Frage, ob das nicht sogar der richtige Lösungsansatz ist, dass sie es einfach nicht so panisch betreiben. Weil bei uns hat die ganze Panikmache angefangen, nachdem die Regierung gesagt hat, hier, wir haben ein Problem und wir müssen uns einschränken. Dann hat das Ganze angefangen mit Toilettenpapier und so weiter. Vorher hat jeder sich gedacht, ja. Das ist eine Fun-Story für mich. Die Toilettenpapier-Stories, das ist echt, solange das unser schlimmstes Problem ist, dass wir kein scheiß Toilettenpapier haben, ja, dann nimm, keine Ahnung, Haushaltsrolle oder irgendwas anderes oder fahr in den Supermarkt weiter und guck da. Das ist echt das. Jetzt hab ich mir gedacht, kack da. Ja, oder geh in den Wald und kack da hin, keine Ahnung. Ein Supermarkt mal, weiter und ja, kack Tausende da. Ist die Menschheit ohne Klopapier ausgekommen. Es kann jetzt echt nicht das schlimmste Problem sein, dass uns das Klopapier ausgeht. Aber bei uns hat es halt so angefangen. Bei uns hat es auch so langsam angefangen, bis dann immer mehr Fälle kamen. Und meiner Meinung nach hat einfach die Regierung mit Eindämmungsmaßnahmen zu spät reagiert. Klar, man wollte das, was jetzt halt gekommen ist, die Einschränkung der Öffentlichkeit so lange wie möglich, wenn möglich, vielleicht sogar komplett nicht einleiten, weil es natürlich ein Negativeffekt ist. Jeder hasst jetzt die Regierung, die diese Maßnahmen treffen musste. Nach dem Motto, wir haben versagt, es ist ausgebrochen, bleibt zu Hause, tschö. Das wollte man natürlich klar vermeiden. Man wollte ja auch die Wirtschaft schonen, weil die nimmt ja mega Schaden daran, wenn zu viele Leute nicht arbeiten können oder was auch immer. Spiel? Ich habe auch gerade irgendwie nur ein Standbild. Da hängt das Spiel gleich. Das war ihnen schon zu viel. Jetzt lassen wir müssen wieder positivere Themen anreden. Valvo, hast du irgendwie Katzenvideos, die wir gerade mal gucken? Let's Katzenvideo. Erreiche die Gegenwart, okay? Dafür hat sie zugeleckt. The future is now old. Old man, dankeschön. Ja, danke. Toll, positiv. Dann werde ich auch noch als alt beschimpft hier. Naja, nach Spielzeit sind wir mindestens 170 Jahre. Das heißt, jetzt kommt nichts mehr?
Sehe ich das richtig? Ja, nicht. Ist schon wieder 2020, ja, ja. Da war Teil 1 gerade geworden. Guck mal, wir haben sogar Corona schon überstanden mit 22. April 2020. Yay! Bestimmt. Bestimmt geht das nur einen Monat. Ja, ich frag mich, also offiziell, um es jetzt vielleicht einmal zum Abschluss zu bringen, offiziell heißt es ja, die Inkubationszeit so ungefähr 14 Tage bis vielleicht 3 Wochen. Sehe ich das jetzt richtig? Ich habe keinen Plan, ob das so ist, aber heißt das, wenn in 2-3 Wochen das alles rund, also keine neuen Fälle kommen, dann können wir wieder normal leben oder zieht sich das irgendwie länger? Es gibt immer wieder unterschiedliche Meinungen. Manchmal hat es geheißen, es streckt sich bis im Sommer hinein. Oh Gott. Dann hat es wieder geheißen, es hört auf im Sommer und es kommt wieder. Hä? Weil das besonders bei kalten Temperaturen anfällig ist. Ich dachte, wenn man es einmal abgeschüttelt hätte, würde es nie wieder kommen, aber... Ja. Wie viel Erkältung kommt und geht oder was? Ja. Es ist eh die Frage, was es ist. Also, ich bin überhaupt der Meinung, dass es eher wie eine Grippe zu behandeln ist. Ist es auch, also es ist offiziell keine Erkältung, aber Grippe. Es verbreitet sich halt stark, aber die Sache ist halt, die so richtig gestorben, so junge Leute sind noch nicht so gestorben. Nee, weil eher Leute, die ja, die älter sind. Alt oder vielleicht mit, nicht gut im Schuss. Wenn du zum Beispiel schon eine schwache Lunge hast, weil du mal früher Raucher warst und jetzt hast du eine schwächere Lunge oder sowas, dann bist du eher anfällig. Mhm. Weil es ist halt kein aggressives, aber ein sehr schnell verbreitendes Virus. Und das Problem ist halt einfach klar, die Jüngeren könnte man jetzt sagen, alle Jüngeren können doch draußen rumspazieren. Das Problem ist, die Alten wollen ja auch einkaufen, leben, draußen rumspazieren. Und wir können es hier nun echt nicht riskieren, also die Hälfte unserer Bevölkerung im Land, weil die halt alt sind, alles ab 50 plus ist ja dann schon irgendwie Risikogrenze, anzustecken und nach dem Motto, ja, ihr habt euer Leben ja gehabt, im Zweifel halt tot. Ja, aber dann sollte das eher nur für die Älteren gelten, finde ich. Ja, aber willst du jetzt nur die Alten wegsperren? Nee, nicht wegsperren, aber halt so, wie es jetzt ist, halt, dass sie halt, dass halt Kontakt vermieden wird. Und das aber halt nur für Ältere oder für Leute mit Vorerkrankung. Aber nicht komplett, weil das tut der Wirtschaft ja echt gerade nicht gut. Ja, ich weiß auch nicht, was die Alte Und die Älteren nehmen jetzt eh nicht so teil an der Wirtschaft, sag ich mal. Die sind jetzt nicht so der Katalysator dafür. Ich meine, ja, es gibt weniger Reisen und sowas, aber... Das Problem ist, irgendwann musst du die Alten auch mal wieder rauslassen. Und dann treffen sie auf eine Bevölkerung, die offensichtlich bis dahin dann von 0 bis 30 im Alter komplett infiziert ist. Ja gut, das ist ja, geht ja angeblich wieder weg nach 3 Wochen oder 2 Wochen, wenn man es hat. So wie eine Grippe halt, wenn man sie ohne Medikamente behandelt. Ja, du kriegst aber den Erreger schon noch in dir, nur mit eben halt deinen vom Körper gebildeten Antikörpern. Okay. Okay, ich dachte, das wäre dann weg. Das ist ja keine Bakterie, die du dann irgendwann wieder rausgehustet hast, wie bei einer normalen Erkältung. Es ist ja dann irgendwie in dir. Es ist wieder Zombie-Virus. Er ist in einem... Wieder was? Wieder Zombie-Virus bei Walking Dead. Achso, wieder Zombie-Virus. Jeder hat ihn. So verstehe ich das. Ich denke einfach, wir brauchen einfach den Impfstoff und jeder kann sich gegen impfen und dann hoffentlich war es das dann. Und ich frage mich halt, von wem das kommt, wer das angeleiert hat. Ja, da gibt es ja die verschiedensten Verschwörungstheorien. Da können wir jetzt 3 Folgen draus machen. Oder? Aber ich bin auch kein Fan von Verschwörungstheorien, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ja, das vermisst dann noch mehr die Zeit, den Tage. Man kann eh nichts dagegen machen. Nö. Wäre nur interessant, ob es von der Pharma-Lobby kommt und dann irgendwann mal eine Impfung für alle Pflicht wird. Und ob das ähnlich sowas wie bei der Schweinegrippe ist, erst macht sich jeder panisch und im Endeffekt verfliegt es einfach wieder und keiner redet mehr drüber. Gut, aber sind bei der Schweinegrippe damals Menschen gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht so drastisch viel, aber schon auch. Achso, okay. Ich finde das geil, wie die da übrigens rauskommen. Die steigen durchs Fenster oder durch Wände irgendwie.
Durchs Fenster kann ich ja nur verstehen, weil wir haben hier, das hat mal so eine Satire-Sendung hat es mal gezeigt, wir haben hier so einen alten historischen Bahnhof, der unter Denkmalschutz steht, aber aufgrund von neuen EU-Vorschriften musste das, mussten die Bahngleise angehoben werden, damit ein ebenbürtiger Einstieg in der Bahn möglich ist, also auch behindertengerecht. Problem ist nur, der Bahnsteig war dann so hoch, dass die Türen bis zu 40 Zentimeter unterhalb des Bahnsteigs waren. Vom alten, denkmalgeschützten Gebäude. Und da mussten die Leute über Kisten aus den Fenstern, die ja höher sind, drüber rausklettern. Guck mal, wie sie da verschwinden im Boden. Also im ersten Teil hatten sie da wenigstens Treppen für animiert. Ja, das ist halt ein Cargo. So. Gebäude, und da kommen sie wohl nicht zurecht damit. Auch wenn sie im ersten Teil sind, die sind dann übrigens nicht physisch nach unten gegangen. Es gibt nur die Laufanimation, es gibt keine Treppensteigen oder Runtergeh-Animation. Sie wie bei einfach, dem Pizza Connection. Genau, es wird einfach die Figur, die von links nach rechts oder von rechts nach links läuft, je nachdem, gezeigt, und die wurde dann einfach so ungefähr um 25 Grad nach vorne geneigt mit dem Kopf, und dann ist sie einfach schräg unten einfach gelaufen. Das sah bei Pizza auch immer witzig aus, finde ich. Spieleindustrie. Ja. Gut. So, abgesehen von den ganzen Hiobsbotschaften in unserer Welt. Was wollen wir denn machen? Also Ranko Komongo läuft gerade gut. Na, immerhin. Ich überlege gerade, wollte ich dir noch irgendwas zeigen? Hat sich irgendwas ergeben? Ich wüsste es gerade nicht. Irgendwas war lustig, aber ich finde es gerade nicht mehr. Irgendwas war lustig? Ja. Du hast einen See reingebaut. Das vielleicht? Nee. Ja, hab ich auch gemacht, aber nee. Alter, ich war das Gebäude. Ja, finde ich irgendwie ganz keckig. Hat was, ja. Also das hat die Stadt nicht genutzt, und da haben wir gedacht, entweder ich ziehe jetzt eine Straße rein oder sie kriegen so einen kleinen See. Ja, generell, also wie gesagt, im Vergleich zu den Trailern, wo die Städte noch realistischer aussahen, finde ich, abgesehen von Gebäuden, könnte es doch hier auch mal sowas wie Parks. Plätze und sowas geben. Parks, Ziersachen, irgendwas. Ganz schlecht in der aktuellen Situation. Parks. Wir müssen jetzt... Wobei, Parks sind bei uns noch erlaubt, weil du musst irgendwie einen Mindestabstand, ist glaube ich mein aktueller Stand, musst du einhalten von 2 Metern oder so. Ihr habt es noch gut. Ihr seid also so retro, als wie wenn ich mit jemandem reden würde. Nee. Es gibt ein Sprichwort dafür, das ist die deutsche Regierung. Wir sind nicht retro, wir sind nur langsam. Das, was ihr beschließt, das zieht sich bei uns immer eine Woche hin. Italien ist uns 2 Wochen voraus. Ja, genau. Ist echt so, man braucht nur nach Italien gucken, alles klar. Okay. Nächste Woche dann. Okay, das schaut stylisch aus. Ja. Wohnhaus? Okay. Könnte auch ein Hotel sein. Ja. Oder was auch immer. Genau. Wir können ja mal ganz kurz durchschauen, ob uns noch irgendwas auffällt. Also haben wir eigentlich jetzt schon mal... Das wäre ja vielleicht mal ein Ziel. Haben wir alle Städte schon mal irgendwie generell ans Gesamtsystem jetzt angeschlossen? Nee. Welche fehlt denn noch? Auf der rechten Seite hier. Philadelphia. Philadelphia, der ist ein Flughafen. Komm, den können wir doch mal eben. Ja, nee, Cargo. Komm, ist das nicht jetzt switchbar? Konnten wir nicht einen Modulflughafen draus machen? Guck an. Gibt noch was Neues? Evilia Liberty, guck mal, und das 2021. 300 km/h. Okay. Was können wir denn da machen? Gebäude, Hauptgebäude, Passagier, Güter. Passagierterminal steht doch schon da auf dem Gelände, oder nicht? Oder bin ich blöd? Ist es nicht das da rechts?
Nee. Nee, also. Rechts ist das Hauptgebäude. Ach so, weil du gerade Passagiergebäude und dann war das Gebäude angewählt. Deswegen dachte ich. Nee, das ist das Hauptgebäude, das ist der Hangar und das ist der das Gate. The Freight Terminal, okay. Aber theoretisch würde es gehen. Praktisch ist noch kein Platz. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Notfalls hauen wir das Terminal weg. Also das hier, diesen. Ist das jetzt wieder? Hangar. Hangar Games. Hangar Games, genau. Weil dann können wir vom anderen theoretisch was losjagen, vom anderen Flughafen. So wird's garantiert enden. Hangar Games. Oder der Klopapier Games. Ich finde das gut, sich drüber lustig zu machen. Ja, tut's auch, tut's auch. Deswegen gib mir Klopapier-Stories, das ist immer noch der Beste. Und das Retro hier, die Pferdchen, da waren wir schon lange nicht mehr. Oh Gott, echt. Gibt's auch noch. 566 Jahre. Die haben von der ganzen Scheiße nichts mitbekommen. Haben sich aber gut gehalten, muss man mal sagen. Die haben von der ganzen Scheiße nichts mitbekommen. Die Bushaltestellen, wie alt die noch sind, diese alte Schriftart da drauf. Ich wusste gar nicht, dass es Mistkübeln gibt. Okay. Was gibt es? Mistkübeln, ja. Abfalleimer. Ah, okay. Ein Mistkübel, war's der ja noch. Ja, bei Mist dachte ich jetzt eher an so, was bei Schweineställen immer so Misthaufen, deswegen war ich kurz irritiert. Ah, ja, genau. Misthaufen, Mistkübel. Alles, was Mist ist. Ja, genau, das hat man noch nicht angeschlossen. Die Retro. Das ist auch EA Games, Mr. Game. It's a Mist. Praktisch wäre, wir könnten theoretisch da die Lebensmittelfabrik, das hat man sogar mal gesagt, ja, hier nach Gainesville schicken. Und vielleicht wirklich mal Gainesville modernisieren. Schluss mit dem Pferdchen. Auch wenn es ganz cool ist, so eine Retro-Stadt zu haben. Aber schaut ein bisschen komisch aus mit den Hightech-Gebäuden und dann die Pferde. Ich wünschte mir, wir hätten jetzt eventuell noch so uralte, die allerersten Busse oder irgendwie sowas. Und dann tauschen wir diese Pferdedinger gegen die allerersten völlig stinkenden, dreckigen, völlig verrosteten alten Busse durch. So, hier ist euer Update. Danke. Das schaut schon ein bisschen pervers aus. Vorne die fancy Leuchten und im Hintergrund das Pferd. Ja, das ist, wie nennt sich sowas? Steampunk-Universum? Ja, stimmt. Oh, na, Flugzeug? Ich bin nochmal weg, tschö. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Er verlässt die Grenzen, das darf er nicht. So sieht's da übrigens aus, außerhalb der Grenzen. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt. Könnte ein Tunnel sein, geh nicht dahin. Ja, noch weiter, noch weiter. Alter. Das ist einfach nur schwarz auf der Vorschau. Nope, da ist nichts. Also Philadelphia, Gainesville haben wir nicht angeschlossen. Olafi Hammer, glaube ich, mit ja. Irgendwas. Mit Charlotte. Ja, und ich glaube sogar mit Grand Prix. Nee, nur Charlotte. Mit Charlotte. Ah, könnte man auch mit Gainesville machen oder Elizabeth. Oder Grand Prairie auch vielleicht. Ja. Sie noch mehr anbieten. Ist oben noch eine Stadt? Moreno Velo Valley ist glaube ich auch mit Charlotte. Mit Charlotte, genau. Und dann verließen sie ihn, glaube ich. Das einsame Holz. Ein einsames Kohlebergwerk. Da ist echt nichts los. Nichts los im Norden.
Ja, dann haben wir schon Rockford und Pasadena. Pasadena. Ja, alles angeschlossen sonst. Krass. Krass. Sind wir sogar weitergekommen als bei dem Transport Fever 1 letztes Mal bei dir. Ja. Da haben nämlich nicht alle Städte angeschlossen. Die Hälfte ist unter Wasser. Ja, Atlantis wollte ich jetzt hier nicht anschließen. Das wäre cool. Atlantis DLC. Ja, dann machen wir das. Wenn du magst. Jo, die Frage ist in der nächsten Folge. Ja, würde sich eher anbieten. Das war diesmal eine Quatschfolge. Ja, echt mal gespannt, wie es dann wird, wenn das rauskommt alles. Alter. Wahrscheinlich sind das die letzten Lebenszeichen, die ihr von uns kriegt. Vielleicht zählst du die Folge gar nicht mehr. Das ist jetzt auch eine Internetsperre. Jetzt vollbringen. Ich merke ja zumindest, dass die Dings massiv runtergeht. So wie du gesagt hast, die Leistung, Internetleistung. Ja. Also massiv merken wir das alle hier. Also jeder aus der Firma hat gesagt, der jetzt über Homeoffice eingeloggt ist, generell war es ja schon abends immer schlimmer. Aber so schlimm jetzt tagsüber, das war. Also ich bin heute auch 3, 4, 5 Mal vom Server geflogen. Von der Firma, weil einfach die Verbindung dann und weg. Also deswegen mal gucken, ob das dann noch mieser wird. Oder sich irgendwann wieder bessert. Darf man gespannt sein. Ihr habt das. Also ihr merkt das auch bei euch, dass das Internet ja eher so jetzt an ja Knapsen ist. Bei Timelines zum Beispiel wollte ich mich einloggen am Tablet und das hat mich ein paar Mal rausgeschmissen. Gestern. Oh. Ein paar Mal so, nee, du nicht. Dann ging's wieder, dann hat er wieder gesagt, nee, keine Internetverbindung oder so, aber ziemlich häufig. Und Timelines sind jetzt wirklich nicht die großen Datenmengen, die man da hin und her schaufeln muss. Ja, sollte man nicht meinen. Klappt sich schon aus. Das Fahrwerk, jo. Wir landen jetzt im Tunnel da unten. Ja, ich muss schon sagen, grafisch ist es natürlich schon eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zum ersten Teil. Aber nach wie vor, finde ich, haben sie offensichtlich den Trailer aufgeschickt. Muss ich sagen. Ja, dabei wirkt schon ein bisschen so. Also wenn ich jetzt mir eine große Stadt anschaue, sagen wir, ist die größte Memphis oder? Memphis, ja. Memphis. Dali City ist jetzt auch drüber draußen. Alter, Charlotte, was ist denn los mit dir? Geht's dir nicht gut, Charlotte? Ich sag Corona. Ich hab dasselbe gedacht. Ich fand ja auch das Video, was du letztens geschickt hast bei WhatsApp, super köstlich. Hab's an alle möglichen Leute verteilt, die ich kannte. Jeder hat sich bedankt. Was waren das nochmal? Die Lieder? Die Lieder von Timelines. Die Lieder sind so geil. Covid-19, das geht rum. Das ist echt gut. weil wir gerade schauen wollten, wegen Trailer realistisch, ja, nein. Ja gut, wir haben halt auch nicht die Straßen dafür. Nicht diese achtspurigen. Ja, aber dann müsste man theoretisch die ganzen Städte abreißen, um diese Straßen da reinzuzimmern. Naja. Und dann ging, also es sah halt alles eher so nahtloser aus und nicht das, ja, zwischen den Gebäuden, dann ist da halt nochmal so grüne Wiese und es sah anders aus, fand ich. Das hat man auch offscreen besprochen, weil ich ja am Überlegen war, ob ich die ganzen Straßen upgrade, aber wird halt auch wirklich bedeuten, dass ich sehr viel abreißen müsste. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir machen solche 80 km/h Straßen überall rein. Die Frage ist, sind wir gerade in Memphis? Ich meine, dabei geht's.
Memphis generell immer irgendwie angefangen, die Landstraßen unten am Flughafen wegzunehmen, oder sind die geblieben? Ich glaube, das war die andere Stadt mit dem... War es Dallas? Ich glaube, das war Dallas. Rauf, ne? Gott, ich werd's mal nicht jetzt, merken. Jetzt links da, wenn du hast die Karte ein bisschen gedreht. Stimmt. Die sind noch da. Okay, das heißt zumindest da. Offensichtlich... Oh, da oben ist es weg, oder? Hier? Wo nee, meinst du? Auch noch. Da nee, ist doch noch da, als offensichtlich da. Okay. Warte mal, wir hatten noch eine Stadt, die wir komplett neu gebaut hatten. Echt? Die wir komplett mit diesen Straßen gemacht hatten. Wo war denn das? War das hier? Ganz sicher? Da. Das ist auch ziemlich gleich geblieben. Hier. Das ist wirklich eine Landstraße? Ja, da wo es so dreckig ist quasi. Also wo links und rechts kein Gehsteig ist. Da haben sie es abgegradet, offensichtlich. Ah. Siehst du es, weil da ist der Gehweg? Kein der Gehweg? Hört dann laufen auf. Da überhaupt Leute? Ich sehe da überhaupt gar ja, keine Menschen laufen. Hier gerade nicht, aber da laufen schon Leute. Okay. Auch so ein bisschen assig. Ja, ihr habt keinen Gehweg, sorry. Mal schauen, ob da wer aussteigt. Ja, genau, die gehen dann okay. Da. Also partiziell da auch removen sie es. Weil das ist auch wieder ein Gehweg auf der Seite. Und ja, da wird's wieder dreckig. Dann, was machen sie mit einer 100 km/h achtspurigen Straße mitten in der Innenstadt? Downgradet die Stadt das oder akzeptiert sie das? Ja, das ist die Frage. Und wie krass wollen wir sein? Wollen wir wirklich sagen, wir machen eine extra große Landstraße? Oder sagen wir, uns reicht so eine 80 km/h Straße? An sich sollten die 80 km/h ja auch reichen mit den ganzen Bussen, die wir jetzt haben. Ja, also generell habe ich echt nicht das Gefühl, dass wir irgendwo, also im Vergleich zum ersten Teil, diese massiven Verkehrsprobleme durch die Privatautos haben. Also die Städte, die wir uns jetzt zuletzt angeguckt haben, die sahen ja echt wie leergefegt aus von Autos. Also es gibt hier jetzt, oh, elektrisch. Das ist ja emissionstechnisch. Bisschen besser zumindest. Die müssen wir ja gleich mal holen hier. 70 km/h, leider auch viel weniger Leute. Von 26 auf 17. Ladegeschwindigkeit besser, Höchstgeschwindigkeit 70. Das wäre für uns eh okay. Ja. Frage, ob wir es wollen. So wenig Leute. Ja gut, können wir da vielleicht noch einen Bus mehr reinsetzen, dann wird es wieder gehen. No. Dann wären wir elektrisch unterwegs. Wird in der Emission eh nichts mehr ändern, weil fliegt ein Flugzeug drüber und dann sind die nächsten 2 Jahre eh die Klimabilanz der Stadt am Arsch. Sind die wieder sauer auf uns. Und da haben wir noch, das ist auch neu, die Urbus. 70 km/h, 800 Kilowatt. Ja, könnten wir auch mal ersetzen noch. Gleich von der Emission. Klingt nach einem Fall für Offscreen, Valgo. Bus und Bahn. Okay, na gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke auch noch fürs Dabeisein. Jo, gerne, gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.